das Wissen des Sokrates weiter im Text von Edith Seifert. Sokrates kennt also die Logik der Liebe, weiß, dass der Begehrende begehrt, was ihm fehlt, und dass sich das Begehren stets ohne unser Wissen zeigt. Bemerkenswert ist jedoch, dass der Weise beim Objekt der Liebe auf eine Grenze trifft. Das heißt, mit dem Wissen der naturwissenschaftlichen Gesetze, mathematischen Lösungen und logischen Ableitungen, kurz mit dem systematischen Wissen der Episteme, ist in der Liebe kein Weiterkommen. Das ist einigermaßen befremdlich, da dieses Wissen ja nicht zu verachten ist. Hier wird verwiesen auf ein Zitat von Lühmann, Schule der Übertragung, 2006. Das ist einigermaßen befremdlich, da dieses Wissen ja nicht zu verachten ist. Dennoch hat es einen Fehler. Es lädt nämlich dazu ein, es als abgeschlossenes System und ein Ganzes zu verstehen. Damit leistet dieses Wissen aber der Täuschung Vorschub, dass beim Wissen keine Unklarheiten blieben und alle Fragen lösbar wären. Das macht das epistemische Wissen zwar immer noch nicht falsch, lässt es immer noch als wesentliche Voraussetzung für Verständigung und kulturelle Gemeinsamkeit bestehen, zumal es nicht nur die Knaben der antiken Liebestradition nötigt, das Lustprinzip aufzugeben und die eigenen Wünsche zu zügeln. Dennoch ist dieses Wissen nicht alles, entgeht ihm etwas, weshalb der Weise in seiner Rede über das Objekt der Liebe passen muss und abgibt an eine Frau. Es folgt Diotima und das Wissen einer Frau.